Moin moin, Gude und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Sam Explores the World. Es ist ja sehr, sehr lange nichts mehr von mir bekommen, da ich einfach sehr, sehr viel um die Ohren hatte dieses Semester. Ich habe euch im letzten Video gesagt, dass ich bei dieser deutsch-israelischen Familie in der Wüste angekommen bin. Ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Fotos zeigen, dass ihr ein paar Impressionen habt. Wie sehen die Häuser aus, wie sehen die Trailer aus? Es war nämlich eine Großfamilie, wo die erwachsenen Kinder einfach schon eigenen Trailern oder in einem großen alten Armeezelt und ähnlichem auch gewohnt haben. Richtig, richtig cool. Ich habe leider nichts gedreht dort, weil ich am Schabbat, zu Deutsch Sabbat, bei denen war. Schabbat wird dort nämlich nicht gefilmt, also keine elektronischen Geräte, kein Licht an- und ausgemacht und so Sachen. Die Familie war da teilweise nicht ganz so krass, aber ich dachte einfach mal, die Herausforderung nehme ich an, einfach mal kein Handy, keine Kamera und alles anzuhaben am Schabbat. Und dementsprechend habe ich dort einfach nicht viel gefilmt. Wir haben lecker gegessen zusammen. Wein getrunken und Lieder gesungen und der Vater hat mir einfach einiges über die Tradition erzählt und es war eine sehr, sehr coole Erfahrung und sehr, sehr herzlich, weswegen ich später auf dieser Reise auch noch einmal zu dieser Familie gegangen bin. Doch nun begleitet mich doch einfach selbst im Vlog-Style nach den Bildern. Ciao! Situation. Da geht's runter und hier soll es weitergehen, aber ich weiß nicht ganz wo. Also ich war vorhin vom Weg abgekommen, als das so eng wurde. Es ging über die Steine und nicht unter denen drunter durch. Das erste Lebewesen, was ich hier sehe. Dahinter. Yes, ich habe die Gipfelfahne erreicht. Ist einfach kein geileres Gefühl, als irgendwo hoch auf dem Berg zu stehen und über alles gucken zu können. Das ist so cool. Guck mal, hier seht ihr, der Weg hier im Hintergrund sieht aus wie eine Rutschbahn, so ein bisschen. So, das zeige ich noch kurz, ich bin inzwischen wieder zurück. Hier, da sind die Paprikas, die werden jetzt drinnen hier in der Halle gewaschen und sortiert und dann nach Europa verschifft. Ich bin heute in En Bukek und wollte hier zu dem Public Beach im Hintergrund. Aber wie man sieht, ist hier nur eine große Baustelle. Die Restrooms sind auch geschlossen und ich muss total dringend aufs Klo. Hier im Hintergrund ist ein Public Beach. Mit Toiletten zum Glück. Wenn jetzt auch noch die Duschen funktionieren, obwohl es so kalt ist, dann ist alles perfekt. Ah doch. Oh. Liegen überall Salzkörner auf dem Boden. Au! So richtig dicke Salzkörner. Wo der Salzgehalt bei über 30% liegt und man einfach nur oben schwebt komplett. Das hier ist eine Salzplatte. Werde ich mal duschen und dann geht's weiter nach Jerusalem. Ciao. 2 Stunden später. Moin moin. Nach 2 Stunden Fahrt aus der Wüste bin ich jetzt im kalten Jerusalem. Hier soll es auch die Woche noch schneien, höchstwahrscheinlich. Aber ich bin froh, dass ich erstmal hier bin.
im Bus die ganze Zeit gepennt, war so fertig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das nächste Video kommt dann auch. Hoffentlich etwas schneller als dieses, aber es wird definitiv ein bisschen dauern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog aus Jerusalem. Ciao!